Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Breathage. Wir sind wieder am Start und wir müssen Glas finden. Jawohl, wir müssen Glas finden. Wir haben, oder beziehungsweise wir brauchen Glas für den Helm. Jawohl, wir müssen Strahlung senken und das schaffen wir, indem wir ja, diesen zusätzlichen Helm bauen, beziehungsweise, ja doch, zusätzlicher Helm kann man glaube ich schon ganz gut sagen. Diesen lackierten Helm brauchen wir. Dafür brauchen wir Glas und Farbe. Das heißt, wir werden uns jetzt Sauerstoff-Dingens bauen. Tanks werden wir uns jetzt bauen und werden uns, ja, mehr oder weniger zurückbegeben, da, wo wir letztes Mal Glas gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, keine Ahnung, das Backtracking, ich weiß, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir zweimal Glas, viermal Farbe, das müssen wir uns besorgen. Und das werden wir jetzt in dieser Folge angehen. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, warte mal, zusammengesetzt, wo wollte ich denn jetzt? Objekte, Ressourcen, was wollte ich denn jetzt? Ach ja, diese Sauerstofftanks. Genau, warte mal. Warte. Wo waren die denn nochmal? Gegenstände. Ah, hier, glaube ich. Große Sauerstoffkerze, Titanbatterie und Harz. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es eigentlich Blödsinn, die zu bauen, ne? Wobei, naja, so blödsinnig ist das gar nicht, aber es ist halt blöd, dass man. Dass das halt 200 Sauerstoff wiedergibt, was wir eigentlich gar nicht brauchen, aber wir machen es trotzdem. Wir brauchen Titan und wir brauchen Batterie. Da haben wir ein paar, ne? Ja, oh, da haben wir ein paar. Da können wir uns ein paar schöne Sauerstoffkerzen bauen. Geil. Was haben wir noch gebraucht? Verdammt. Das Gehirn wieder. Ah, Titan. Richtig. Da haben wir, glaube ich, auch genug. Yo. Das heißt, wir können uns schöne, viele Sauerstofftanks bauen. Was tue ich? Ressourcen, nee, Ausrüstung, Gegenstände, große Sauerstoffkerze, let's go. Machen wir uns mal ein paar davon, wa? Wie gesagt, wir werden sie mit großer Sicherheit brauchen. Die nehmen wir mit. Und begeben uns nochmal zurück, um Glas zu holen. Die Mucke ist immer noch nice, ne? Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin nicht zu 100% wirklich überzeugt von Breathage. Sag ich euch ganz... Was? Batterie und Harz brauchen wir noch. Haben wir noch Batterie und Harz? Eine Batterie, die macht die Kohle auch nicht mehr fett, ne? Ja, ich muss sagen, ich bin... Warte mal, Heckenschere, Rückenkratzer, handlicher Schaber. Haben wir noch genug? Magnetische Hauptschlüssel haben wir auch noch ein bisschen was. Wir brauchen für Glas... Was? Oh, Moment, was nimmt mein Glas nochmal auf? Oh, das war so ein Grabbler, glaube ich, ne? Greifer. Den brauchen wir. Fehlt das Metall, Batterie, Kabel, Aluminium. Metall, Batterie, Kabel, Aluminium. Kabel. Aluminium und eine Batterie. Hier. Die Mucke ist überhaupt nicht laut, zum Glück. Ja, ich muss sagen, ich bin nicht zu 100% wirklich überzeugt von dem Game. Ich meine, ich habe zwar schon durchaus Spaß. Ja, also ich habe Spaß an dem Spiel, so ist es nicht. Muss aber auch dazu sagen, tatsächlich, dass ich jetzt nicht so diesen großen Spaß habe, wie ich ihn beispielsweise bei Subnautica oder Stranded Deep hatte. Das möchte ich euch ganz klar sagen. Ich glaube, wir haben alles, ne? Sauerstoffflaschen haben wir. Wir haben einen Sauerstoffgenerator zur Not dabei. Wir haben einen Scanner dabei. Der ist auch noch einigermaßen haltbar. Wir haben einen Bohrer dabei. Wir haben einen Greifer dabei. Wir haben eine Schere zur Not dabei. Wir haben einen Schaber dabei. Wir haben zwei Reparaturwerkzeuge dabei. Eigentlich brauchen wir nur eins, ne? Eigentlich brauchen wir davon nur eins. Schaber haben wir auch ein bisschen was noch dabei. Das ist gut. Ein Rückkratzer. Ich weiß gar nicht, für was der war. Lass mich nochmal kurz checken. Wir brauchen Glas. Aluminium haben wir. Wir brauchen Glas und Farbe. Let's go.
Ja, ich bin nicht so wirklich zu 100% wirklich komplett überzeugt von dem Game. Ich weiß, einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, naja, dann spiel's halt nicht mehr. Ich würde es schon gerne noch weiterspielen. Aber ich weiß nicht, ob wir Breath Edge bis zum Ende durchspielen werden. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich weiß nicht, irgendwas, also mir gefällt das Spiel, aber irgendwas gefällt mir auch nicht in dem Spiel. Das ist irgendwie ganz komisch. Ich meine, wir werden es jetzt erstmal weiterspielen, zumal ich halt überhaupt gar keine Ahnung hätte, was wir stattdessen spielen sollten. Wobei, so zwei, drei Spiele hätte ich da auf dem Schirm. So The Long Dark oder sowas wäre zum Beispiel auch ganz nice. Wir werden es aber jetzt erstmal weiterspielen. Ich bleibe aber dabei, so richtig zu 100% überzeugt bin ich von dem Spiel nicht. Ich glaube, das kann ich so nach 10 Folgen, die wir jetzt ungefähr haben, sagen, dass ich jetzt nicht zu 100% überzeugt von Breath Edge bin. Das Spiel macht einige Dinge sicherlich ganz cool, der Humor ist auch nice und so. Aber, ja, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir bei dem Spiel, beziehungsweise... Ja, keine Ahnung, das hat man manchmal einfach, ne? Ich glaube, man hat das manchmal einfach, dass einem ein Spiel jetzt nicht so zu 100% zusagt. Wie gesagt, im Moment bin ich noch nicht an dem Punkt angekommen, dass ich sage, oh, ich muss Breath Edge aufnehmen, gar keinen Bock drauf. Ja, mal gucken. Mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal zurück und gucken, dass wir Glas finden. Wir müssen außerdem... Wir müssen Farbe suchen. Wir gehen jetzt erstmal darüber. Ich glaube, da drüben hatten wir Farbe gefunden, ne? Ich meine, das war da drüben irgendwo in diesem Bereich. Da, wo wir auch ein Sauerstoffding aufgebaut haben. Da haben wir auch, glaube ich, unter anderem... da haben wir, glaube ich, auch unter anderem Blei gefunden. Ne, haben wir da Blei gefunden? Doch, wir haben... Haben wir da Blei gefunden? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube aber, wir haben Farbe da drüben gefunden und die brauchen wir ja. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal da drüben hin zurück und das Glas haben wir da vorne irgendwo gefunden. Weiß jetzt gerade gar nicht. Irgendwo da in die Richtung. Ich meine, notfalls könnten wir halt auch, wenn wir jetzt eh schon so weit zurückgehen, könnten wir auch nach Hause nochmal gehen, ne? So ist halt nicht. Also, wenn wir eh schon unterwegs sind, können wir auch einfach nach Hause einmal gehen und da uns ein bisschen Stuff holen, den wir haben. Wenn wir eh schon unterwegs sind. Ich meine, wir sind ja sogar fast zu Hause, glaube ich, ne? Ja, nicht ganz. Ist schon ein kleines Stückchen, aber... Wir haben ja sicherlich noch zu Hause so ein paar Sachen. Ich glaube, das ist da oben irgendwo, das Zuhause. Das ist halt wirklich fast um die Ecke. So, ne? Weißt du, was ich meine? Da kann man auch theoretisch gesehen eigentlich wieder nach Hause zurück. Also wie gesagt, jetzt gehen wir erstmal hier hin, holen Farbe. Wir brauchen viermal Farbe, zweimal Glas. That's the way. Ja, ich guck mal, ich versuche das so gut es geht rauszuzögern. Ich glaube nicht, dass wir es bis zu dem Sauerstoffding schaffen, ne? Das wird wahrscheinlich ein bisschen eng. Bei 5 Sekunden gehe ich ins Menü und hole so eine Sauerstoffflasche raus. Jo. Easy. So, here we are. Lass uns ein bisschen Farbe holen. Ich weiß nicht... Ich glaube, wir hatten hier noch solche Tanks gehabt, wo man die Farbe... Die konnte man so rausziehen, glaube ich, aus dem Ding hier, ne? Da waren immer so Container gewesen, da konntest du die Farbe rausholen. Das waren diese hier, glaube ich. Leerer Tank, ja, genau. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob hier noch was ist. Wo wir noch ein bisschen Farbe rausziehen können. Hier gab es Blei, auch interessant, brauchen wir aber leider nicht. Gibt es hier keine Farbtanks mehr, oder was? War's das? Das ist ja super ärgerlich, oder? Das kannst du ja wirklich keinem erzählen. Sind hier keine Farbtanks mehr? Boah. Das ist aber crazy jetzt. Haben wir schon alles rausgezogen, was es gab? Warte mal, da war eine Kiste. Die würde ich gerne aufmachen. Oder konnte... Ah ne, das sind große Kisten. Die kann man gar nicht aufmachen. Ah, scheiße. Okay, sind hier keine Sauerstofftanks, keine Farbtanks mehr. Das ist ja super ärgerlich. Das ist auch leer, ne? Naja, okay. Dann müssen wir mal nach Hause in die Base gehen und mal gucken, ob wir da noch... Sauerstoff drin haben. Das ist ja super ärgerlich. Ich dachte, wir hätten da noch was. Dabei haben wir das schon alles irgendwie gelootet. Verdammt nochmal.
Wir gehen mal nach Hause. Wir gehen mal nach Hause zu unserem allerersten Schiff, wo wir hatten. Das sind 400 Meter, das sind 300 Meter. Gehen wir hier hin, komm. Alter, der fette, was ist das? Ist das ein Asteroid? Nee, ist kein Asteroid, das ist ein Planet da hinten. Boah. Also grafisch muss ich sagen, sieht es nach wie vor immer noch nice aus, ne? Kannst du sagen, was du willst. Es sind nur so ein paar Sachen, die mich halt, naja, nicht stören, aber keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu Breathage meint. Ob wir auf jeden Fall weiter durchziehen sollen oder ob ihr sagt, ja, ist zwar ganz cool, so für 10 Folgen gewesen, aber vielleicht dann doch lieber was anderes. Ich meine, ich habe da kein Problem mit zu sagen, okay, war ein cooles Spiel, hat Spaß gemacht, aber ist jetzt nicht so mega geil gewesen, dass wir es jetzt unbedingt zu Ende spielen mussten. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Wie gesagt, ich bin persönlich noch nicht in dem Moment angekommen, wo ich sage, kein Bock mehr aufzunehmen, super nervig, aber ich ziehe halt durch. An dem Punkt bin ich noch nicht angekommen, aber ja, ich meine, so weit muss es ja auch gar nicht erst kommen. So, wir sind wieder zurück am ersten Schiff. Juhu! So. Erstmal speichern. So, jetzt lass mal gucken, was wir hier so haben. Was hatten wir denn hier noch? Novichok, Notiz, Hammer, wir haben ja noch so ein Sauerstoffding, Schwarmarama, jede Menge Scheren. Oh, Halleluja. Viermal Farbe. I love it. Einmal Alkohol können wir mitnehmen. Die Batterie nehmen wir mit. Ja, das ganze andere Zeug lassen wir liegen. Und was haben wir hier noch? Oh, wir haben ja auch noch Glas. Oh boy. Nice. Nice, nice, nice. Das heißt, wir können uns den Helm mal eben schnell machen. Ich glaube, die restlichen Sachen haben wir hier auch noch, ne? Plastik, Aluminium müssten wir eigentlich noch hier haben. Ansonsten gehen wir uns halt schnell Plastik holen. Also Aluminium haben wir hier auf jeden Fall noch. Haben wir ja noch Plastik? Oh, wir können uns mal Wasser mitnehmen. Haben wir hier kein Plastik mehr? Crazy. Ja, okay, das können wir uns ja schnell holen gehen. Das ist ja kein Thema. Hier gibt es ja überall Plastik. Sagt er jetzt so einfach und findet jetzt keins. Pass mal auf. Wir sind auf jeden Fall schneller unterwegs. Das finde ich schon mal ziemlich cool. Gefriergefahr. Jetzt sag mir aber nicht, dass hier wirklich kein Plastik ist oder so. Vielleicht gehe ich in die andere Richtung. Ich gehe in die andere Richtung. Ich glaube, da ist eher Plastik gewesen. Und ich glaube, wir müssen auch den Schaber in die Hand nehmen. Nehmen wir erstmal den. So, haben wir hier noch ein bisschen Plastik? Was ich mir so zwischendrin wünschen würde, wäre so ein bisschen wie bei Subnautica, wo es so einen Scanner irgendwie gibt, der einem zeigt, wo was ist. Das muss ich sagen, das fand ich bei Subnautica halt wirklich mega, mega cool. Hier sind Kabel. Da ist Plastik, guck mal. Sag ich doch, hier ist Plastik. Oh, da ist nochmal Plastik. Na. Hey. Geil. Okay, wieder zurück. Back to the ship. Back to the ship und dann gucken wir mal. Warte. Wow. Hey. Dann gucken wir mal, dass wir den Helm jetzt eben schnell zusammenprügeln. Dann haben wir den wenigstens schon mal gemacht. Und dann gucken wir, ob die Aufgabe sich damit erledigt dann. Helm. Juhu. Geil. Oh. The radiation level is much lower. That's great. I'll give you directions. Fly to the left. Or to be more precise, to the right. Your other right, which is at the top. Okay, that was a bad idea. Manchmal komme ich mir ein bisschen verarscht vor von diesem Spiel. Manchmal komme ich mir ein bisschen verarscht vor. Just saying. Ja, gut. Aber das hat doch die Aufgabe da oben jetzt nicht erledigt, ne? Komischerweise.
Ist das vielleicht gar nicht die Aufgabe gewesen? Also vom Helm aufgetragen wird, kann nicht gefunden werden. Benötigt wäre das jetzt schon. Okay. Ich überlege gerade, ob wir hier noch irgendwas brauchen. Ich glaube nicht, weil wir fliegen jetzt gleich wieder zurück. Wir nehmen auf jeden Fall mal ein bisschen Glas mit. Weil das gibt es da drüben halt nicht. Das heißt, ich würde das gerne mitnehmen und wir nehmen auch ein bisschen von der Farbe hier noch mit, falls wir es nochmal für irgendwas gebrauchen sollten. Haben wir es dabei. Hier brauchen wir sonst, glaube ich, nichts. Da haben wir noch nur Huhnrübs. Naja, das brauchen wir alles nicht. Das ist alles irrelevant hier. Okay. Let's go. Wir fliegen wieder zurück. Was für eine unnötige Reise. Spinnenbegeistert. Spinnenbegeistert, wie unnötig. Ich dachte vielleicht, der Helm wäre es, den wir brauchen, aber scheinbar brauchen wir den gar nicht. Wir klappern, weißt du, was wir jetzt machen? Wir klappern einfach diese ganzen Punkte ab, die wir hier bekommen haben. Wir haben da jede Menge Fragezeichen bekommen, die sind zwar super weit weg, 3000 Meter, 3000, 3000. Das Ding da unten ist einfach 2000 Meter weit weg, aber die klappern wir als nächstes einfach ab. Ich glaube, es ist... Ich glaube... Das Spiel ist nicht so wie andere Spiele, wo man unbedingt ständig nach dem... nach Missionen gehen sollte. Ich glaube, das muss ich mir irgendwie so ein bisschen versuchen in den Kopf zu bekommen. Dass es hier nicht darum geht, Missionen richtig oder falsch zu beenden. Ich glaube... ich glaube, das muss ich in den Kopf bekommen. Hier geht es nicht um Missionen abschließen oder so. Ja, sondern ich glaube, es geht hier eher darum, ja, irgendwie durchzukommen, erkunden, einfach rumfliegen, Sachen ausprobieren. Ich glaube, das ist eher so das wichtigere Ding. Ist das bescheuert? Ich dachte halt wirklich, der Helm ist es, ne? Verdammt nochmal. Was ich auch immer sehr, sehr krass finde, ist, wenn du so fliegst, du hast halt einfach das Gefühl, du kommst gar nicht voran. Ich meine, das ist realistisch, ne? Das ist schon realistisch, so dass der Weltraum ist ja so riesig einfach. Also ich war da halt noch nie, aber das, was man halt so, ne, schon irgendwelchen Dokus oder sowas gesehen hat. Der Weltraum ist halt einfach so gigantisch groß und wenn du auf einmal anfängst, so in menschlicher Form, sag ich mal, rumzufliegen, ist das halt wirklich, als würdest du auf der Stelle stehen. Das ist halt schon krass. So, mal gucken, dass wir mit der Sauerstoffflasche, die wir gerade benutzt haben, hinkommen. Wieder zurückkommen. Also tatsächlich ist es so, das hatte ich auch in den Kommentaren gelesen gehabt, diese 200 Särge, die wir öffnen können, die kann man öffnen. Da gibt es tatsächlich ein Achievement hier auf Steam dafür, unter anderem, aber das ist wirklich nur eine Sidekick-Mission. Also das ist nichts, was man machen muss. Das kann man machen, aber man muss es nicht. Sollten wir das Spiel noch groß weiterspielen, dann werden wir das vielleicht nebenbei machen. Wenn wir mal einen finden, machen wir ihn auf. Ansonsten... Ich werde hier ganz sicher keine 200 Särge öffnen. Ganz bestimmt nicht. So, ja, also da unten haben wir, wie gesagt, den Punkt, da können wir mal als nächstes hingehen. Das sind nur in einer Abführung 1400 Meter. Das ist ungefähr so weit, wie jetzt wie wir vom Schiff weg gewesen sind. Da gehen wir gleich mal hin. Ich meine, wir haben Sauerstoffflaschen. Wir können uns noch gleich ein paar Batterien zusammensuchen. Und dann machen wir uns noch ein paar Sauerstoffflaschen und dann gehen wir da einfach mal runter und gucken, was passiert. Ich glaube, das ist das Einfachste, was wir tun könnten. Um das einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. So, wir sollten mit dem Sauerstoff, den wir hier haben, hinkommen. This is noise. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wir back. Hat ja nur eine ganze Folge in Anspruch genommen. Und da ist dieser scheiß Helm nicht mal irgendwie... irgendwie relevant. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich meine, wir können den gleich mal anziehen und gucken, was passiert, aber... wir werden halt einfach nichts sehen. Ja, ja, ich weiß. Juhu! Geil. Okay. Wir haben hier ein bisschen Stuff. Wir könnten aus dem Gummi mal... ein bisschen was zusammencraften vielleicht. Ich packe erstmal das Glas hier rein. Und pack die Farbe, packe ich aber mal hier drüben rein. Ja, den Helm nehmen wir halt jetzt mal mit und gucken, was wir damit machen können, ne?
Können wir uns noch eine zweite Sauerstoffflasche machen? Zwei Stück? Wir haben noch zwei Batterien. Ginge das? Titan und Harz brauchen wir. Ich glaube, da hört es auch schon auf, ne? Also Titan ist nicht das Problem. Harz haben wir keinen mehr. Scheiße. Was war denn hier drin? Warum liegt das Ding auf einmal hier vorne? Haben wir das nicht da drüben hingelegt? Okay. Ich guck mal gerade, ob wir irgendwo noch ein bisschen Harz finden. Ich glaube, irgendwo hier hatten wir noch so einen Harz-Container gehabt, den wir das letzte Mal nicht mitgenommen haben. Kann das sein? Ja, hier. Ach, mit dem Greifer geht es. Sehr gut. Nice. Und da ist auch noch eine Kiste, die können wir auch noch aufmachen. Toll. Gucken, was wir da drin finden. Ein paar Scheren. Und eine Glühbirne. Na klar. Okay, warte. Einmal zurück und einmal rein hier. Moinsen. So, pass auf. Dann machen wir uns mal noch zwei Sauerstoffflaschen. Ausrüstung, Gegenstände, zack. Und wir machen uns gleich danach noch eine und dann... Bam, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Es müsste eigentlich ein bisschen reichen, ne? Ich meine, das sind halt auch so große Sauerstoffflaschen. Die sind halt schon ziemlich nice. So, das packen wir hier rein. Den Alkohol nehmen wir nicht mit. Ich denke nicht, dass wir da drüben gefrieren. Die Scheren packe ich mal hier mit rein. Genauso wie den Alkohol auch und dieses verschlüsselte Tonband, was wir eh nicht benutzen können. Wasser können wir mal eine trinken. Bisschen Nahrung haben wir noch dabei, bisschen Wasser auch. Ich speichere einmal ganz kurz und dann gehen wir mal los. Zu welchem Punkt wollten wir? Zu dem da hinten. Das ist für mich jetzt das Sinnvollste, was wir machen können. Einfach mal da hinten hinfliegen und gucken, was da ist. Ich habe sonst wirklich keine Ahnung, was man machen soll. Wir fliegen einfach mal hin. Ich habe keine Ahnung. Ich habe alles dabei, wir haben Scanner dabei, wir haben soweit unsere Ausrüstung dabei, alles was wir brauchen. Wir fliegen da mal hin. Mal gucken, was passiert. Wir werden es schon herausfinden, gell? Hier sind noch jede Menge andere Fragezeichen und sowas, wo man hin kann. Vielleicht sollte man die einfach abklappern und gucken, was passiert. Boah, sieht das geil aus hier. Boah, was ist da oben? Ich will da oben mal hin. Weiß nicht, ob wir da schon... Huch, hier fliegt ein Fusel rum. Weiß nicht, ob wir da oben schon waren. Ja, vielleicht findet man da irgendwas Wichtiges. Hello. Corridors for staff members in the business class can cause claustrophobia, although they are extremely convenient and compact. Korridorblaupause. Jo, warte. Korridor. Okay. Wir konzentrieren uns jetzt mal nicht darauf, irgendwas abzubauen. Mache ich jetzt mal nicht. Wir konzentrieren uns mal darauf, dass wir da runterkommen. Wo kommt man denn hier runter? Ich meine, das Coole ist, wir finden halt wirklich jede Menge Stuff, ne? Aber wie kommt man da runter? Wir müssen hier einmal rumfliegen, glaube ich, ne? Holy shit. Oder ist es da vorne lang und dann nach unten? Kann auch sein, ich weiß es nicht. Sieht auch sehr interessant aus da hinten. Oh ja, und da hinten auch erst, krass. Wie immer bei 5 Sekunden fangen wir an, ins Menü zu gehen, um das Ding auszuwählen. Sag mal, wie kommt man denn da runter? Soll ich jetzt flachsen oder was? Oh ja, jetzt zum Beispiel. Hätte ich es beinahe verpennt. Ich versuche mal gerade. Unter den Berg quasi. Oder unter diesen Hügel hier zu fliegen. Das sieht für mich jetzt im ersten Moment erstmal nicht richtig aus.
Nee, das ist nicht richtig. Boah, ich würde mir echt irgendwie so ein Schiff oder irgendwas wünschen, ne? Die Welt ist halt wirklich riesengroß und du pimmelst halt hier irgendwie so mit drei, gefühlt einem km/h durch die Gegend. Boah. Das ist schon ein bisschen strange. Okay, keine Ahnung, darunter kommen wir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, wie man da hinkommen kann. Wir gehen mal zu der großen Kuppel da vorne. Wir gehen mal zu der großen Kuppel da vorne und würde sagen, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was wir hier noch so entdecken können. Wir haben gerade einen Korridor entdeckt, also eine neue Blaupause quasi. Das ist schon ziemlich nice. Joa, dann gucken wir uns mal nächste Folge noch hier so erleben, was es hier noch so zu entdecken gibt. Ich bin sehr gespannt, ne? Ich bin sehr gespannt, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch morgen wieder einschaltet. Um 17:30 Uhr, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge von Let's Play Breathage. Und sagt doch gerne mal in die Kommentare, wie euer Gefühl so ist. Weiterspielen oder eher vielleicht ein neues Abenteuer aussuchen. Ich denke, so nach 10 Folgen kann man da vielleicht ein kleines, ja, so einen kleinen Eindruck oder so gewinnen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.